Hallo zusammen, es ist Samstag und in diesem Clip geht es um die von mir angesprochenen amerikanischen Aktien. Insbesondere in diesem Film um Alphabet, Amazon, Apple und Meta. Es geht hier einfach, oder vielmehr meine Idee war, sich die Werte mal anzuschauen. Ich habe das schon länger jetzt auch nicht mehr drauf geschaut, nur vereinzelt, vor allem auf Netflix, um mal zu gucken. Viele von denen haben viel verloren. Lohnt es sich da jetzt schon irgendwie ein Augenmerk drauf zu legen? Es geht hier nicht, und ich werde auch keine nennen, um irgendwelche Zertifikate, Optionsscheine, wie auch immer. Meine Idee ist eigentlich, wo ich anfange, mir von diesen 8 Aktien irgendwas zu kaufen. So eine Art Basket. Und das will ich jetzt mal rausfinden. Ich werde für Alphabet mehr Zeit in Anspruch nehmen, weil ich will euch die komplette Herangehensweise zeigen, wie ich das mache. Und dafür findet ihr dann bei den anderen Werten dann schon den komplett vorgefertigten Chart, und der hier ist ja komplett nackt. Ja gut, bis auf die Bänder und ein paar kleine Durchschnitte und die Technik. Aber ich muss auch ein bisschen was einzeichnen. Sorry, meine Stimme ist immer noch nicht die beste. Ich hoffe, das wird irgendwann besser. Bestimmt jetzt nicht in der nächsten halben Stunde oder 25 Minuten oder wie lange auch immer das hier dauern wird. Also ich fange jetzt mal einfach an, und ich fange immer auf die gleiche Art und Weise an. Es geht ja hier um längerfristiges Investment und nicht um irgendwelche Daytrading-Geschichte. Hier vor euch liegt der Monatschart. Eine Kerze, ein Mond, und zwar sein. Eine Kerze, ein Mond. Eine Kerze, ein Monat. Und seit der Lehman-Krise. Ich fange ganz normal an und ziehe mir einfach mal einen Trend. So, ich weiß jetzt, dass viele sagen: Okay, wieso setzt du denn hier an? Also hier unten an der Lunte. Warum gehst du nicht höher? Tatsächlich mache ich das für mich immer so, dass ich einen ziehe ich unten von der Lunte. Und den anderen ziehe ich vom Körper. Ich möchte einfach wissen, wie groß ist der Unterschied. Jetzt kann ich den Monat erstmal so ein bisschen vergrößern. Und was man halt sieht, ist das ganz klare Aufwärtstrend. Der wird dann immer mal unterbrochen. Und das ist auch nicht gerade wenig. Hier waren sie bei 78 und hier gingen sie dann runter bis auf etwas unter 50. Das ist schon ein Haufen Holz. Ja? Aber es ist halt auch ein Monatschart. Da sieht man das nicht ganz so dramatisch. Jetzt habe ich hier zwei Trends. Der obere, der über die Körper gezogene, der ist schon am unteren monatlichen Band dran. Das ist erst schon mal für mich eine ganz gute Unterstützung. Jetzt ziehe ich mal die ganz langen Fibos auch von hier unten einfach mal hoch. Daran kann ich also erkennen, dass von dieser Bewegung hier, die wir hatten, bei, was war denn das, 6,60, gut, mit Splits und was auch immer es da alles gab, ja, sind wir ziemlich genau auf das 38er Fibonacci-Niveau zurückgelaufen. Da liegt das untere Band. Ich mache es mal größer. Hier in der Nähe, und zwar bei 91,30, liegt das untere Monatsband, und hier ist auf der Aufwärtstrend vom Monat. Das heißt, dieser Bereich hier, dieser ganze Bereich zwischen 90,5 und 96 ist eine Unterstützungszone. Das nehme ich jetzt erstmal so als gegeben hin. Von der monatlichen Technik her, mal schauen, holen wir den mal raus. Habe ich hier über den Trendfolger MACD noch nicht mal eine Stabilisierung, gar nichts. Ja. Die sind alle immer größer, das Histogramm ist immer länger. Das ist noch nicht positiv. Wir sind, ach, das hole ich mal näher dran, über den Monatschart in der Slow Stochastic schon deutlich überverkauft bei 5,54. Das ist sehr tief. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit den letzten, sagen wir mal, mit der letzten Dekade, das gab es nur einmal hier Mitte 2010 und ja, das ist die Lehman-Krise hier 2008, 9. Also wir haben ein historisch tiefes, technisches, stochastisches Niveau. Das nehme ich jetzt erstmal so hin. Ansonsten kann ich von den Bollinger Bändern nur sagen, ja, wir waren oben, wir haben uns an denen rangehängelt. Und das sind ja hier, das sind gut und gerne, ich schätze jetzt mal, 19 Monate. Um dann mal ein bisschen Luft abzulassen, aber wir liegen hier an diesem 38,2er Retracement. Ist auf jeden Fall ein Support. Gehen wir mal auf die Woche. Bei der Woche fällt mir jetzt als erstes auf, dass die Bollinger Bänder nochmal aufgegangen sind. Und wir hangeln uns am unteren Rand. Nach wie vor ist hier das 38,2er Retracement. Das hier ist die 200-Wochen-Linie. Ist also auch so eine Unterstützung, die dann da reinkommt in den Bereich 91 bis 96. Hier drüben vom Chart habe ich jetzt erstmal nichts, aber da kommt hier noch was rein. Das müssen wir gleich mal genauer anschauen beim Tag. Aber das ist hier ganz klarer Downtrend, ja, mit einer kurzen Erholung. Und dann haben wir neue Tiefs gemacht, das war hier, und saufen weiter ab. Ist also noch nichts Positives zu sehen.
Wir sind leicht stabilisierend über das MACD und wir sind auch hier fast genauso tief wie in der im Monatsstochastik sind wir in der Wochenstochastik, aber noch kein Dreh nach oben. Das Brechen dieser beiden Linien ist unerheblich. Also für mich ist es hier die 20 und da die 80. Wenn es von oben nach unten geht, beziehungsweise von unten nach oben geht, sind das die Signale. Sowas hier, sowas hier, sowas hier. So, gucken wir mal hier weiter. Was finden wir denn hier sonst noch? Ich kann jetzt eins machen, dass ich in Blau, das ist das Corona-Tief, das ist nochmal genauso anlege und sage mal, mach mir mal die kurzen Fibos in Blau. Und bitte auch ein bisschen dicker. Und da lasse ich jetzt die Zahl hier links stehen. Bei den kurzen Fibos haben wir in dem Bereich 88, also etwas unter der 200-Wochenlinie, haben wir da eine Unterstützung mit dem 61,8er. Wir sind ganz knapp unter dem 50er Retracement. Das ist das 38er lang, das ist das 50er kurz. Also nach wie vor, diese ganze Zone hier scheint eine Unterstützung zu sein oder zu werden. Gefällt mir soweit eigentlich okay, also würde mich jetzt nicht dazu treiben, dass der Wert hier irgendwie short gehen muss. Jetzt machen wir den Tag und gucken uns ganz genau an. Eben habe ich gesagt, den Wochenchart, das hier muss ich mir mal ein bisschen genauer anschauen. Ich mache da jetzt mal eine gestrichelte Linie rein. Und zwar hier. Und damit man sie anders erkennen kann, mache ich die jetzt mal rot. Für mich, ich erkenne das nicht so wirklich, ja, farbenblind, aber ist hier was. Diese Linie nehme ich deshalb. Das war am 1.7., wann war denn das? Das war 2021 ein Hochpunkt. Sind sie nochmal runter, drüber und haben sich dann eine ganze Zeit lang, mehrere Wochen, wenn nicht sogar fast Monate, damit beschäftigt. Und diese Linie ist bei 84,92, also auch sehr wichtig. Wenn ich jetzt hier auf die Tagestechnik gehe, sind wir hier leicht negativ über das MACD. Wir sind tja, neutral bis also minimal positiv über die Stochastik. Dieses Positive kommt von dem Donnerstag. Da sind die also auch ordentlich gestiegen von, wo habe ich es hier, 94 auf 99,83. Um dann am Freitag im Zuge von allem wieder ein bisschen nachzugeben auf die 96,70 runter. Also wenn ich mir das so anschaue, ist für mich hier momentan gar kein Handelsbedarf. Im Momentan überhaupt nicht. Der kann diesen ganzen Bereich hier noch runter bis zu 88 ausfüllen, der Wert. Und was ich jetzt mache, es gibt keinen Grund jetzt hier zu kaufen. Ich kann noch eins anlegen. Das ist der hier. Nochmal so einen kleinen Downtrend. Das kann ich machen, um das mal näher zu zeigen. Da sind wir hier beim 16.8. und da haben wir verloren von 122 immer weiter runter. Den finde ich eigentlich ganz gut. Einmal, zweimal, dreimal. Den haben wir jetzt viermal berührt. Das ist okay. Grundsätzlich bin ich kein Freund von diesen vertikalen Trends. Ich bevorzuge die horizontalen Linien. Und ich meine mal, der Wert Alphabet wird erst positiver, wenn wir diesen Punkt hier, das ist das Hoch vom 6.10. bei, wo ist das, 102,90. Wenn wir den mit Schlusskurs überbieten, dann brechen wir auch diese Linie hier. Aber dann sind wir auch bis dahin über dem oberen Band. Dann wird er positiver. Jetzt lege ich mir aber einen Alarm. Und diesen Alarm lege ich mir hier hin auf das Retracement hier, das 61,8er kurz von dem, ne, von dem Corona-Tief hierhin. Und das ist bei 88,70. Neuer Alarm, 88,70. Und da müsst ihr jetzt gleich auch, der ist dann auf meinem Handy auch gespeichert. Den will ich haben. Da muss ich mir das alles nochmal anschauen. Und ich lege einen Alarm. Wenn wir hier drüber gehen, den mache ich also auch. Und zwar ist es ja hier, was hatten wir gesagt, bei 102, komm mal, dann machen wir 103. Weil dann sind wir nämlich schon leicht drüber. 1, 0, 3. Das sind die Punkte, bei denen ich will nicht immer drauf schauen, oder vielmehr, ich tue das auch nicht. Das sind die Punkte, bei denen ich jetzt hier Alarm habe. Einmal und zweimal. Wo ist er denn hier unten jetzt? Da, zweimal. Einmal, zweimal. Da möchte ich gerne Funk kriegen und da muss ich mir das anschauen, wie und was tut der Wert in dieser Zeit. Jetzt ist auch noch wichtig, sich zu informieren, wann kommen welche Zahlen. Und das ist am 25.10.
Nachbörse Amerika fürs dritte Quartal. Jetzt ist mir eins aufgefallen, eben schon am 26.07. kamen auch Zahlen. Der 26.07. ist hier. Da kamen die auch nachbörslich. Wir haben also bis zum Börsenschluss ziemlich schlecht gelegen und dann gingen die mal fett hoch am nächsten Tag. Das soll jetzt nicht unbedingt eine Idee sein, das nochmal zu wiederholen. Das kann so oder so kommen, aber ich wollte es zumindest mal wissen, weil die können nämlich dann auch ganz fette Bewegungen machen. So, jetzt mal angenommen, der Wert geht jetzt hier runter bis zu dieser gedashten Linie oder bis zu meinem Alarm und fängt dann an, hier komplett irgendwo zu drehen. Monat, Woche, Tag. Dann wäre ich bereit, entweder die Aktie zu kaufen oder ich sage mir, ich muss mir nicht die Aktie kaufen, ich kann mir ein Derivat kaufen. Und dieses Derivat würde ich wahrscheinlich mit der Basis wählen, die hier drunter ist. Unter 50, ich runde leicht. Sowas wie 48. Das heißt, ich muss nicht aufwenden 99 Euro oder Dollar oder wo auch immer der dann liegt, in diesem Fall 88, sondern nur ganz grob die Hälfte. Und von daher habe ich da auch schon einen kleinen Hebel drin. Ich will nicht so viel Geld. Ich werde den gleichen Betrag, den ich ausgegeben hätte für die Aktie, den möchte ich gern dann benutzen für Zertifikate. Keine Optionsscheine. Es sei denn, die Volatilität ist bis dahin so weit runter, was ich nicht glaube, dass es sich mehr lohnt. Hier würde ich dann, hier unten drunter würde ich einen zoomen. Weit weg, aber das kann trotzdem alles noch weiter fallen. Nur habe ich dann hier nicht so viel Angst und ich kann für das gleiche Geld, was ich in die Aktie investieren, mehr Optionen kaufen. Und dadurch habe ich den Hebel. Aber im Moment, außer diesen beiden Alarmen, die ich habe, 8870, 103, sehe ich jetzt hier im Alphabet nichts, was sich mir aufdrängt. Außer wir gehen eben halt, wie gesagt, über die 103. Das fände ich durchaus positiv. Ob wir das tun, das weiß ich noch nicht. Aber das ist jetzt also mal die Analyse recht lang gefasst, ne? Und jetzt kommen die für die anderen Werte aber dementsprechend kürzer. So, dann haben wir hier die Amazon, auch wieder Monatsbasis. Ich kann keinen Trend von hier da oben ziehen, denn der ist schon überall gebrochen. Der wäre hier oben irgendwo, würde da rauskommen. Also dieser ganze Bereich hier ist schon außerhalb des Trends. Und daher ziehe ich hier auch gar keinen. Ich habe hier die Fibos angelegt, in Schwarz. Und auffallend ist, dass die Bänder gehen auch hier wieder auf. Wir haben noch nicht mal die 20-Monats-Linie gesehen. Das hier ist auch eine 50% Korrektur von dem hier. Und jetzt spielen Sie hier unten wieder rum. Ich halte diesen Bereich hier, der ist bei 102,30 für relativ wichtig. Das war hier mal ein Hoch, abgeprallt, hoch, abgeprallt. Wieder hoch, sogar ein bisschen drüber, aber drunter geschlossen. Und dann sind wir erst hier im März 2020 sind wir drüber gegangen. Also dieser Bereich um 1 oder 2,5, der scheint mir schon recht wichtig. Da sind wir noch 4 Dollar von entfernt. Ich habe mir hier einen Alarm gelegt, weil ich möchte gerne wissen, was passiert denn, wenn der Wert unter die 95 geht. Da möchte ich gern Funk haben. Wir sind von der monatlichen Technik her, tja, neutral, leicht negativ noch. Also stabilisiert sich hier gar nicht. Und auch von der Stochastik her tief, aber gerade wieder ein frisches, tja, ein negiertes Kaufsignal, sagen wir es mal so. Da ist auch kein Blumentopf hier momentan mit zu gewinnen. Gehen wir mal auf die Woche. Hier ist wieder dieser Bereich um 102,50. So, Technik. Weiter negativ, immer noch negativ, kein Stabilisierungsansatz, gar nichts. Von den Bändern her, ziemlich neutral, respektive wir sind am unteren Bereich. Das hier sind die Tiefs vom 13.06. von der Woche des 13.06.22. Und wenn wir die brechen, haben wir hier schon jede Menge Unterstützung. Das sind diese altbekannten Linien. Aber momentan erscheint mir zu früh zu sein, zu kaufen, vor dem Hintergrund der wöchentlichen Technik. Gehen wir auf den Tag. Ja, es ist nichts Sinnvolles zu sehen. 2-Tage-Linie hier mal kurz überboten, dann wieder runter, kurz überboten, wieder runter. Die liegt weit weg bei 134. Auch hier komplett noch neutral bis leicht negativ, weiterhin negativ. Es gibt immer noch keinen Stabilisierungsansatz. Wir hatten hier auch diesen freundlichen Donnerstag und wir haben unter der Eröffnung geschlossen. Das ist schon fast so eine Art Bearish Harami oder Black Botsu. Das darf mir noch nicht gefallen. Da kann ich mich zurücklehnen. Da gibt es noch nichts, was ich machen muss. Also überhaupt nichts. Ein
etwas positiver würde ich werden, wenn wir diesen Punkt hier überbieten. Da, das ist die 122,70. Und da lege ich mir jetzt auch mal einen Alarm hin. 122,70. Vorher muss ich da nichts machen. Also da drängt sich mir auch hier nichts auf. Kann ich noch laufen lassen. Oder andersrum, läuft einem nicht weg. So, und nachliefern muss ich noch, dass die Amazon am 27.10. die Zahlen bringen. Ich weiß aber nicht, ob vor- oder nachbörslich. Das konnte ich jetzt so nicht rausfinden. Jetzt sind wir hier beim Apple. Apple Monatschart, auch von 2009. Der äußere, ja, über die Lunden gelegt. Der innere über die Körper gelegt. Ja, und wir sind da noch relativ weit von weg. Wir haben noch nicht mal von der Bewegung seit 2009 das 38er gesehen. Das liegt bei 114. Also die sind wirklich erstaunlich stabil. Sollte dieser Punkt hier gebrochen werden, das ist die 138,38 mit Schlusskurs, muss ich davon ausgehen, dass wir die 115 sehen. Das kommt nicht nur hier vom Chart von verschiedenen Punkten, sondern ist dann auch das untere Band, wobei das halt momentan am Steigen ist. Aber soweit scheint es mir nicht zu sein. Wir sind von dem Trendfolger MACD weiter negativ, ja, höheres Histogramm als die Woche, den Monat davor. Und wir sind auch weiter noch negativ über die Stochastik. Nirgendwo ein Stabilisierungsansatz, drängt sich momentan auch noch kein auf, noch kein Kauf auf. Also ich habe da jetzt erstmal nichts. Nach dieser 115 habe ich tatsächlich auch lange nichts. Da habe ich den Trend erstmal bei 93 und dann hier diese Chartpunkte bei 81. Mehr habe ich dann nicht. Mal gucken, ob die Woche ein bisschen mehr hergibt. Ich fürchte nur nein, ja. Es ist auch eine Bewegung, da denkt man auch hier, dann gehen sie jetzt da mal runter auf 100, was weiß ich, 105 oder so. Und dann ziehen die sich hier von 129 hoch bis 176. Ich bin auch Apple-User. Ja, ich habe alles Mögliche von Apple, iPhone, iPad, was weiß ich. Aber mir ist das Zeug langsam zu teuer. Wobei ich muss eins sagen, es hält, also der Computer, an dem ich das jetzt hier mache, den habe ich glaube ich jetzt schon 12 Jahre. Und das Ding hält immer noch. Ist echt erstaunlich. Jetzt gehe ich aber auch sehr pfleglich damit um, muss ich damit sagen. Die werden jeden Morgen streichelt. Nein, so nicht, aber es ist, ich gehe mit denen gut um. Wir sind reiner von der wöchentlichen Technik noch immer negativ oder weiter negativ über den Trendfolger. Wir sind weiter negativ für Stochastik, auch hier 5,3. Das ist auch historisch gesehen, das ist ein sehr, sehr tiefes Niveau. Da waren wir lediglich Ende 2019. Waren wir mal, ist das Ende? Ja, genau, Ende 2019 war er tiefer. Da weiß ich, da sind noch die ganzen Weihnachtsgeschäfte eingebrochen bei denen. Da kam sie runter von 58 auf 35. Also das ist dann schon eine ordentliche Bewegung. Das haben wir hier alles nicht. Ja, das ist, bisher ist das noch, finde ich, absolut im Rahmen. Was auch immer die dann immer neu erfinden, irgendwie habe ich den Eindruck, das hypt nicht mehr so. Ich sehe auch nicht mehr hier München vom Apple Store, da endlos Schlangen stehen, wenn da irgendwie was Neues gezeigt wird. Die sehe ich momentan, man höre und staune, eher vom Swatch-Laden. Da ist jedes Wochenende, kommen da, stehen da 30, 40, 50 Leute und wollen sich da irgendwie eine neue Uhr holen. Mir gefallen sie nicht so, aber es ist Geschmackssache. Also ich sehe momentan noch keinen Grund und vor allen Dingen werde ich eher negativer, wenn wir unter der 129 sind. Dann würde ich negativer werden mit dem Zielbereich hier so 108 bis 115 von der Woche her. Muss ich mir momentan, da muss ich auch noch gar keinen Alarm legen. Den müsste ich erstmal hier oben legen. Aber gucken, was der Tag bringt. Der Tag. Hier. Ja, das sieht so logisch aus, ne? So einmal hoch, einmal runter. Wobei die Aufwärtsbewegung schöner vonstatten ging als die Abwärtsbewegung. Immer hier mit den Gegenbewegungen hier. Das ist nicht einfach zu handeln. Hier auch wieder eine. Ja. Aber man sieht immerhin deutlicher, dass dieser Bereich um 129 ist eine recht wichtige Unterstützung. Die dürfen wir doch bitte erstmal nicht brechen. Vom Tag her sind wir aber gar nicht so verkehrt. Wir bekommen über die traditionelle Sichtweise hier sogar ein kleines Kaufsignal. Aber ich mache es mal größer. So, bekommen wir, ja noch nicht ganz, aber fast ein neues positives Signal. Auch hier, das Histogramm wird kürzer und wir sind auch von unter 20 über 20 gegangen. Über die Stochastik. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Jetzt wollte ich mal schauen, kann ich hier einen Trend legen?
Muss mal gucken. Schlupp. Ja, das ist nicht so schön. Obwohl, ja. Das sind 1, 2, 3, 4 Berührungspunkte. Und der liegt etwas über der 20-Tage-Linie. Und zwar bei 147. Und da liegt auch dieses kleine Zwischenhoch. 147,5. Also ich lege mir einen Alarm bei 148. Preisalarm hier. 148. Da musst du mir angucken nach oben. Dann hätten sie das hier alles gebrochen, 20-Tage-Linie gebrochen, das kleine Zwischenhoch gebrochen. Das wäre dann okay. Es ist, also für mich ist dieser Chart bisher der beste von den dreien, die wir insgesamt gesehen haben, liegt der Wert auf jeden Fall am stabilsten. Wissen möchte ich auch, wenn wir unter die 129 gehen. Und da kommt der nächste Alarm hin, 129. Aber auch hier ist jetzt nicht, wo ich sagen muss, oh, da muss jetzt gleich rein. Sollte die 129 brechen, gehe ich von 115 aus. Dieser Bereich hier, da. So, die Apple liefern die Zahlen am 27.10. Und hier haben wir jetzt die Meta-Plattforms, ehemals Facebook. Aber das ist natürlich übel. Ja, die waren hier 800, ein paar 80 Milliarden wert und sind jetzt noch bei 350 Milliarden. Und das war auch der Punkt, wo Zuckerberg mal eine ganze Reihe seiner Aktien gegeben hat. Und dann kamen hinterher die Zahlen. Zuckerberg hat sich heute hier am Samstag mal dazu geäußert und er sieht also, dass das Metaverse ist schwer am Kommen und ist vielleicht ein bisschen langsamer als gedacht, aber es ist schwer am Kommen und ist natürlich positiv. Ja, was soll er sonst sagen? Die Metaverse sind von den bisher inklusive Metaverse 4 besprochenen Aktien die ersten, die das 200-Monatslinie gesehen haben und das 61,8er Retracement von der Bewegung, die ich hier leider nur von 2012 zeigen kann. Das ist schon ordentlich. Das ist also definitiv die am schlechtesten gelaufene Aktie von den vier bisher genannten. Wir haben hier, wie ich finde, einen sehr, sehr wichtigen Support. Der ist bei 110. Da kommt also auch direkt mein erster Alarm hin, auf die 110. Das ist nämlich hier aus dem November 2018. 110. Das würde ich wissen, ob sie das wirklich schaffen. Mir fällt aber auch eins auf. Die sind nicht nur hier schon sehr, sehr tief und sind da auf einem ähnlichen Niveau wie zum Beispiel Amazon und Alphabet. Aber hier kommt eine Stabilisierung rein. Wundert mich ein bisschen. Hier kommt eine rein, die Histogramme werden nicht mehr länger. Das finde ich jetzt eigentlich mal ganz gut. Die 200-Monatslinie ist eine Geschichte, da schaue ich jetzt nicht so sehr drauf, aber es ist mir halt auffallend, dass alle anderen Werte, könnt ihr mal den Film zurückdrehen, sind deutlicher davon weg. Und die touchieren das gerade. Die ist bei 129, stimmt das hier? Warte mal, bei 129,51. Also ich denke, dass sie so ganz langsam hier mal ausgeblutet hätten sein sollen. Aber ich habe hier auf Monatssicht noch kein Kaufsignal. Wenn ich mir hier dann Scheine raussuche oder die kaufen will, liegen die aber deutlich hier unter der 109, dann liegen die irgendwo, das war von 2015, ja, die liegen dann irgendwo bei 60. Weit weg, kleiner Hebel. Aber ich muss auch davon ausgehen, dass die durchaus nochmal hier ein bisschen runtergehen können. Aber das wäre das Früheste, oder ja doch, das wäre das Früheste, wo ich eine Basis suchen würde für eine Option. Gucken wir mal, die bringen übrigens am 26.10. bringen die Zahlen, also einen Tag vor Apple und Amazon. Das ist jetzt hier die Woche. Das ist also wirklich, das ist dramatisch. Ja, die kommen ja überhaupt nicht mehr hoch. Hier nicht und hier auch nicht. Von der Woche sieht man jetzt hier diesen Bereich hier ein bisschen besser. Das sind die 111. Das ist also da auch, wo ich das Signal gelegt habe. Wir sind am 61er. Ich sehe hier nach wie vor noch nichts Positives. Aber wenn Sie mit dem Gesamtmarkt ein bisschen weiter fallen sollten oder auch selbst eigenständig, ja, wie gesagt, 60er Basis kommt auf jeden Fall mal bald für Schnüffelstücke in Betracht. Das ist diese hier. Aber es ist noch nicht so weit. Ich hätte gerne hier einen Dreh. Mal schauen, ob der Tag uns noch ein bisschen mehr da vorgibt. Auch wieder hier von 170
runter auf 126. Das ist einfach nur bitter. Von der täglichen Technik, völlig neutral über das MACD und jetzt, man hört und staunt, es wird leicht positiv über die Stochastik. Das möchte ich mir dann, das muss ich mir auf jeden Fall mal schauen. Wir haben hier eine Geschichte, die ich eigentlich mag. Wir sind aus dem Band raus und mit einem hammerähnlichen Gebilde, das ist so eine Art Regenschirm-Doji, sind wir wieder rein. Aber der Freitag holt uns wieder dann hier ein bisschen runter. Das möchte ich mir am Montag mal genauer anschauen, wie die am Montag reagieren. Ich bin jetzt kein Verfechter von Metaverse oder ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt noch alles mitkriege in meinem Alter, ob das da kommt oder nicht. Aber nochmal, dass der jetzt natürlich sagt, das ist jetzt alles am Laufen, ist klar. Tatsächlich finde ich allerdings, dass wenn wir von 328 runtergehen auf 130, ist es opportun, mal reinzuschauen und zu sagen, gut, vielleicht hole ich mal irgendwann irgendwo welche. Aber dazu fehlt mir dieser finale Dreh und insbesondere in der Woche. Ich habe auch hier keinen, ja, das ist für mich kein Punkt, den ich machen kann. Ich kann vielleicht den hier nehmen bei 148 als Zwischenhoch. Aber ansonsten diese ganzen kleinen Zwischenhochs sind, die verleiten mich jetzt nicht hier zu übertriebenen Aktionismus. Nein, kann ich mit warten, muss ich noch nicht haben. Kann man echt ein bisschen warten, ja. Also, das war jetzt der erste Teil, Samstag, und ich versuche morgen am Sonntag den zweiten Teil zu machen. Ja. Habe die Erde, baba.